Das österreichische U17-Nationalteam spielt am Montagabend in Schwarz im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz. Mannschaftskapitän der rot-weiß-roten Nachwuchsauswahl ist der Innsbrucker Michael Lercher. Wegen Dauerregens den ganzen Tag über dachte man an eine Verschiebung um einen Tag, doch die UEFA beharrte auf den Spieltag sowie die Spielzeit. Ein Meisterschaftsspiel vom Tiroler Fußballverband hätte bei diesen Platzverhältnissen abgesagt werden müssen. Die Voraussetzungen für Bespielbarkeit des Platzes, ein gutes Spiel noch zu sehen, und es darf keine Verletzungsgefahr gegeben sein. Und das dürfte noch am Rande gegeben sein. Ein technisches Fußballspiel bei diesen Verhältnissen zu zeigen, ist für beide Nachwuchsteams unmöglich. Und so sehen die rund 370 Zuschauer eine kampfbetonte Rutschpartie, die aber Schiedsrichter Dunauskas aus Litauen souverän leitet. In der 29. Minute nützen die Schweiz einen Abwehrfehler der Österreicher und Draxl stellt zu 0:1 Führung der Gäste. Nach der Pause gelingt den Österreichern in der 51. Minute der Ausgleichstreffer. Torschütze ist Stuttgart-Legionär Adrian Gibritsch. Mit diesem 1:1 Unentschieden endet nach 80 Spielminuten das EM-Qualifikationsspiel. Schweiz wird Gruppensieger und Österreich belegt Platz 2. Ich freue mich für beide Teams, dass sie die nächste Runde erreicht haben. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir könnten uns wieder treffen, da habe ich nichts dagegen. Ich kann mit der Mannschaft mehr als zufrieden sein. Bei diesen Bodenverhältnissen und bei diesen Witterungsverhältnissen, glaube ich, haben wir von beiden Seiten ein extrem flottes und schnelles, aggressives Spiel gesehen. Ich glaube, ein gerechtes 1:1. Und wir können froh sein, dass wir in die zweite Runde aufgestiegen sind. Zufrieden mit seiner Leistung und mit dem Aufstieg in die EM-Elite-Runde ist auch Kapitän Michael Lercher. Ja, die Platzverhältnisse waren nicht so gut. Ja, was kann man machen, wenn es regnet, dann regnet. Aber ja, wir haben das Beste ausgeholt. Haben wir Gott sei Dank nur 1:1 gemacht und das passt schon. In der Elite-Runde, die im Frühjahr gespielt wird, kämpfen nun 28 Teams in 7 Gruppen um die EM-Tickets. Dabei qualifizieren sich die Sieger für die Endrunde 2013 in der Slowakei.